Armin Fee ist seit Dezember 2017 als Geschäftsführer Sport beim 1. FC Köln im Amt, hat mit den Geißböcken den Abstieg aus der Bundesliga miterlebt und hofft in dieser Saison auf den direkten Wiederaufstieg ins Oberhaus. Die Tabellenkonstellation geriet nach dem 2:1-Sieg über den 1. FC Ingolstadt am Dienstagabend allerdings klar in den Hintergrund, als sich der ehemalige Bundesliga-Coach hocherfreut über die Nominierung von Jörg Jacobs in den Aufsichtsrat äußerte und dabei andere Mitglieder harsch kritisierte, wie der 57-Jährige nach dem Spiel gegen die Schanzer, laut dem Geißblock. Köln erklärte, sei es nur gut für den Club, eine Persönlichkeit wie Jacobs in den Aufsichtsrat zu berufen. Ich finde, Jörg Jacobs kennt den Profifußball, er kennt die Bundesliga, er kennt den FC. Es kann nur von Vorteil sein, wenn jemand wie er im Aufsichtsrat sitzt, der Ahnung von Fußball hat, während ein Seitenhieb in Richtung der sonstigen Mitglieder durch die Aussage bereits durchklang, legte Fee in der Folge noch einmal nach und übte harsche Kritik an einigen Mitgliedern des Aufsichtsrats. Wir haben schon genügend Leute im Mitgliederrat sitzen, die voll Amateure sind und meinen, den Verein übernehmen zu können, so der gebürtige Augsburger. Da ist mir jemand lieber, der Ahnung hat und im Aufsichtsrat sitzt. Die Aussagen von Armin Fee über den Mitgliederrat und speziell über Müller-Römer sind an Respektlosigkeit und Arroganz nicht mehr zu überbieten. Wer einzelne Mitglieder und ganze Gremienderrat diskreditiert, für den darf es beim 1. FC Köln keinen Platz geben. September 2018 Einboden lose Freiheit wieder für den. Eigentlich müsste man ihn dafür rauswerfen. David Ettemas wollte, 26. September 2018. Die Kritik des Kölner Geschäftsführers Sport richtete sich dabei vor allem an den Vorsitzenden des Mitgliederrats Stefan Müller-Römer. Der Aufsichtsrat ist vernünftig, was ich von anderen Leuten nicht sagen kann. Der mit dem Doppelnamen ist unerträglich, erklärte Fee und meinte damit eindeutig den 50-Jährigen, man kann zu Stefan Müller-Römer stehen wie man will, man kann und darf ihn kritisch sehen. Aber Diasagen von. Es sei denn, man taktiert WG, baldiger MV. Gleich gibt es dazu einen längeren Kommentar, Ralf Friedrichs, @fc_stammtisch26. September 2018, was der Auslöser für Fees Rundumschlag gegen den Mitgliederratschef war, ist nicht klar. Müller-Römer gehört jedoch zu den größten Gegnern des aktuellen Vorstands und drängt schon länger auf mehr Einfluss auf die operativen Entscheidungen auf der sportlichen Ebene. In der Tat ist der gelernte Jurist keiner, der den Fußball von klein auf aufgesogen hat oder selbst als Profi auf dem Rasen stand. Demnach sieht Fee in ihm wohl keinen geeigneten Mann, um den FC in den kommenden Jahren sportlich voranbringen zu können. Eins ist sicher, mit seiner Kritik dürfte Fee die Beziehungen innerhalb des Vereins mindestens auf die Probe gestellt, wenn nicht gar weiter vergiftet haben. Um seine Meinung kundzutun, hat er dies allerdings scheinbar gerne in Kauf genommen.